Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Schön, könnt ihr noch? Ja, okay, versuchen wir mal, ne? Ja, ich habe eine Firma in Berlin namens Raureif und wir machen vor allen Dingen eins, nämlich das hier, Apps. Erik, ist die Schrift groß genug? Okay. Das Gute an dem Wort Apps ist ja, dass ich jetzt meinen Beruf relativ einfach erklären kann, auch älteren Leuten. Das hat sich echt als ganz praktisch erwiesen, weil vorher war es immer irgendwas mit Computer. Und eigentlich, als ich mich jetzt hier auf diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass das meiste, was wir eigentlich bei Raureif machen, relativ unspektakulär ist. Also das Spektakulärste, was wir vielleicht mal gemacht haben, war diese App hier. Kennt die jemand? Hat die jemand? Danke. Irgendwie, das ist so unser spektakulärstes Projekt. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Das ist eigentlich Wetter auf einer Uhr, Wetter auf einem Ziffernblatt. Da hat die Presse gesagt, Wetter auf einer Uhr, super. Leute im App Store haben gesagt, Wetter auf einer Uhr, super. Oder Abzocke, je nachdem. Johnny hat offenbar sich auch gedacht, ach guck mal, Wetter auf einer Uhr, das ist ja eine gute Idee. Und jetzt auf der Apple Watch gibt es dann eine App, die so aussieht. Hat uns natürlich auch ein bisschen gefreut. Wir machen aber nicht nur die Gestaltung von unseren eigenen Apps, das ist mehr so ein Hobby. Wir bieten vor allen Dingen die Gestaltung von Softwareoberflächen als Dienstleistung an. Das heißt dann Interaction Design oder genauer Graphical User Interface Design. Also alles, was ein Bildschirm hat, wird von uns gestaltet. GUI sagt man auch dazu oder nur UI, wenn man es ein bisschen unspezifischer haben will. Nur, dass die Terminologie klar ist. Wenn ich jetzt hier was von GUI und UI erzähle und so, dann wisst ihr Bescheid. Fast immer ist eigentlich mein Beruf, 95%, 18,6% Typografie, ich weiß nicht wie viel, irgendwas dazwischen, weil Softwareoberflächen aus meiner Sicht eigentlich davon leben, von Typografie. Und man kann nicht keine Typografie haben, man kann nur gute oder weniger gute haben. Und wenn ein Kunde ankommt und sagt, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt hier nicht stimmt, irgendwie ist das jetzt nicht ganz optimal, es steht ja alles da. Dann sagen wir, ja, man könnte vielleicht die Labels ein bisschen weniger wichtig machen als die Inhalte, also die Beschriftung weniger wichtig als die Inhalte. Man könnte die Inhalte ein bisschen größer machen. Man könnte die Doppelpunkte wegnehmen. Man könnte auch ein bisschen die Groß- und Kleinschreibung vereinheitlichen. Man könnte größere Schriften nehmen, natürlich, weil es viel zu klein ist. Das ist so eine Krankheit bei iPhone-Apps, Helvetica und dann in so mini-klein. Das kann kein Mensch lesen. Und wenn wir dann sowas machen, dann sieht das natürlich für die meisten Leute aus wie vorher, aber irgendwie ne, auch eine andere Schrift ein bisschen. Tim, du guckst skeptisch, kennst die Schrift. Das ist alles unspektakulär. Ne? Das ist eigentlich typografisches Handwerk, da kann man jetzt niemanden für begeistern, aber das ist... meistens ist es auch so, dass die Leute natürlich nicht zu uns kommen und sagen, wir wollen von euch Typografie kaufen. Die kommen her und wollen irgendwie Usability kaufen oder so. Und unser Softwareprodukt ist eigentlich so, oder das Projekt ist so das Pferd und die Typografie sind die kleinen Männchen da drin und das hier ist, das ist der Font, den die Leute dann kaufen sollen am Schluss. Und dann, das ist dann der Punkt, wo sie auch merken, dass wir irgendwas mit Schriften da machen. Eigentlich ist es ja so, dass auch das hier schon typografisch gestaltet ist. Ne? Jedes User Interface, eigentlich ist es die Konstante in User Interfaces, in digitalen User Interfaces, dass es Text gibt und gibt es eigentlich User Interfaces ohne Text? Mir ist da eins eingefallen. In meinem Kopf zumindest hat es keinen Text, sondern bestand nur aus Symbolen. Aber jetzt habe ich mal den Screenshot rausgesucht und wenn man da den Text wegnehmen würde, würde es noch verwirrender sein, weil einfach überhaupt nichts mehr klar ist. Inzwischen hat Office ja auch ein paar mehr Labels. Die User Interface Designer bei Apple haben schon 1985 rausgefunden, dass nämlich ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder, dass Icons schön und gut sind, aber nur wenn man sie wirklich auch kennt und ständig benutzt und so weiter, wenn nicht klar ist, was ist, dann ist ein Icon total nutzlos, wenn es nicht was ist, was irgendwie alle kennen. Dann schreibt man es hin und dann ist klar, was gemeint ist. Der Laie fragt natürlich, okay, Text im User Interface können wir einfach hinschreiben. Dann ist ja eigentlich relativ egal, wie es aussieht, hauptsache man kann es irgendwie lesen. Sage ich, naja, das machen ja viele, zum Beispiel meine Bank macht das.
Das trieft so vor Unreflektiertheit, Lustlosigkeit, Gedankenlosigkeit, ein bisschen Fachidiotendenke, jede Saldo mit dem S dahinter, für eine negative Zahl. Das ist natürlich schlecht für die Lesbarkeit, so Helvetica, überhaupt auch so eine kleine Zahl, wenn es um die Zahlen geht. Ich habe vor ein paar Jahren mal an so einer Banking-Software gearbeitet, die heißt Money Money. Ich zeige heute bewusst den Stand von 2011, um zu beweisen, dass es zeitlos ist, wenn man sich über die typografische Gestaltung Gedanken macht. Die wichtigsten Features sind nämlich zeitlos, zum Beispiel hier dieses, wo wir wirklich auch ewig drüber diskutiert und nachgedacht haben, wie man nämlich diesen Saldo darstellt. Bei der Bank würde es so aussehen, wahrscheinlich würde ich sagen, okay, das S ist ein bisschen dumm, machen wir Minus davor. Jetzt meckert Indra wahrscheinlich gleich, das ist doch kein Minus. Natürlich ist das kein Minus, danke. Da haben wir natürlich ein richtiges Minus benutzt. Tausender-Trenner ist auch mal ganz gut für die Lesbarkeit. Die Währung ist vielleicht nicht immer so wichtig. Liest man ja vielleicht einmal und dann weiß man es. Dann können wir natürlich nur eine vernünftige Schrift nehmen, wie zum Beispiel Novel. Dann lernt auch gleich der Nutzer, okay, immer wenn Serifenschrift ist, also unterbewusst natürlich, immer wenn es eine Serifenschrift ist, ist es ein Geldbetrag. Das ist vielleicht auch für die Usability dann wieder, kann man so verkaufen zumindest. Die Serif ist vielleicht ein bisschen, die Serifenschrift ist ein bisschen zu kleinteilig für die Währung, deswegen nehmen wir wieder lieber die Novel Sans. Ein bisschen fetter vielleicht. Vielleicht den wichtigen Teil der Zahl ein bisschen fetter. Vielleicht in unwichtigeren Sachen, so Centbeträge interessieren bei Bankkonto meistens weniger. Nehmen wir ein bisschen zurück. Minuszeichen könnte man natürlich auch noch hochschieben. Könnte man das natürlich vorne ein bisschen weiter spazieren, vielleicht insgesamt ein bisschen weiter spazieren. Fertig. Ja? Und wenn man das jetzt mal vergleicht, so bei der Bank oder bei so Banking-Software, meistens sieht das dann so aus. Natürlich, es gehört auch ein bisschen Geschmack dazu, sowas zu machen. Und also dieses Grün und dieses Rot zusammen sieht natürlich gruselig aus. Und wir haben die sprichwörtlichen schwarzen Zahlen auch wieder. Und natürlich hat es keiner gemerkt. Aber ich bin froh, dass ich heute mal zeigen kann, hier diese ganzen Details. Selbst wenn man keine Schrift lizenzieren würde, könnte man das natürlich auch so machen mit Helvetica, aber auch das Minus sieht da komisch aus, aber es wäre schon mal ein Fortschritt gegenüber der nicht der einfach hingeschriebenen Lösung. genau. Aber unspektakulär, aber nicht unwichtig, sich über Text Gedanken machen, ist zeitlos, das sage ich meinen Studenten auch immer, im Gegensatz zu Flash-Entwicklung ist das was, was man auch noch irgendwie 10 Jahre später benutzen kann oder 50 Jahre. Ich sehe meine Arbeit an grafischen Benutzeroberflächen eigentlich eher so. Ein Drittel Interaktionsdesign, ein Drittel Typografie, jetzt ist die Auflösung, ne? Bei mir ist es ein Drittel. Und ein Drittel eigentlich auch, Entschuldigung, Programmierung, also Softwareentwicklung. Ich als Designer muss auch Programmierung machen. Ja, wundern sich vielleicht jetzt manche, CSS, HTML, ein bisschen CMS hacken und so. Es ist klar, dass man das auch als Designer mal gemacht hat, aber ich rede davon, auch wirklich die Materie zu verstehen, das Material, Software zu verstehen. Wer hat schon mal von einem Entwickler gesagt bekommen, also von euch Designern jetzt, das geht nicht, es dauert zu lange. Ja, okay. Genau. Ich arbeite meistens mit Entwicklern zusammen, die das nach einer Weile zumindest nicht mehr sagen, weil ich baue es dann einfach selber, wenn ich es irgendwie machen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt normal irgendwie in der Banken-IT ist, dann würde man bei so einem, weiß nicht, Kontoanzeige, Online-Banking, würde man sagen, man zeigt das jetzt an, was die Bank zurückgibt, ne? Großbuchstaben, schön, Versalsatz, kann wieder... Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wissenschaftlich bewiesen ist, aber es auf jeden Fall sollte man eher nicht machen. Dann gibt es so ein paar schlaue Produkte, die das dann umwandeln in Gemischtschreibung, den Verwendungszweck, was natürlich überhaupt nicht geht auch. Und wir haben dann einen Algorithmus geschrieben, der die Groß- und Kleinschreibung schlau wieder zurück reinbringt in die Verwendungszwecke. Das ist der Originalcode hier, der dafür nötig war, nur mal so Objective-C. Ist auch ein bisschen geblurrt, also abfotografieren bringt nichts. Nee, ist zwar Sinn der Übung. Das kann ich nämlich einfach nicht zeigen. Aber es ist total viel Aufwand dafür, dass wir was machen, was keiner merkt. Einfach, ja. Das war uns total wichtig. Und man kann natürlich auch sehen, dass das ein Riesenunterschied ist. Wenn man jetzt, ist leider die Yosemite-Version von Money Money jetzt, deswegen ist das ja auch Helvetica. Aber ist auf jeden Fall ein bisschen besser priorisiert. Und genau, das nervt noch beim Online-Banking. Ich zeige euch mal was, das vielleicht.
diese Eingabefelder, wo man schreibt, also irgendwas reinschreibt und irgendwann ist einfach vorbei. Ja. Oder manchmal sind noch diese Anzeigen daneben, das ist natürlich auch, kann man so machen, aber da ist so viel Weißraum, da werde ich natürlich kein Weiterschreiben. Dann haben wir eine total krasse Idee gehabt. Wir nehmen einfach diese Metapher, diese Papierzettel haben und machen so kleine Unterteilungen und dann nehmen wir eine Monospace-Schrift und dann ist quasi die Informationsvisualisierung, wie viel da hinpasst, ist einfach drin. Man kann nur so viel hinschreiben, wie hinpasst. Man kann vorher auch ein bisschen das, also natürlich auch wieder nicht bewusst, aber man weiß ungefähr, wie viel hinpasst und braucht keine Restzeichenanzeige. Das ist das Textfeld, was wir dafür umprogrammieren müssen. Das war auch echt Arbeit, weil das Verhalten auch total schwierig ist, wenn man so zwei Zahlen, also eigentlich sind es ja zwei Zahlen, die muss man dann trennen und so. Und das ist die Subklasse, die ich habe angefangen es zu schreiben, zum Glück hat mir irgendjemand das dann abgenommen, das richtig zu bauen, aber die erste Demo hatte ich dann auch irgendwie zusammengehackt gekriegt. Was mich immer so ein bisschen nervt, ist, wenn Leute von Bildschirmtypografie und Screen Design reden, so als Screen hat ja Johnny schon designt. Ich finde eigentlich, wir müssen so ein bisschen drüber nachdenken. Wir gucken ja eigentlich, also die Software ist aus meiner Sicht das, wo die Typografie passiert. Ja. Nicht auf dem Screen. Auf dem Screen wird das angezeigt, aber eigentlich, also der Nutzer guckt nicht auf den Screen, sondern im Idealfall guckt er durch den Screen durch, durchs User-Interface, durch alle Software und alle Mühe, die man hatte, auf das, was eigentlich was interessant ist. Und genau das, was dazwischen passiert, ist für mich das Interessante, also wie die Daten dann aufbereitet werden und im User-Interface angezeigt werden. Dann habe ich auch noch darüber nachgedacht, was eigentlich das eine Ding ist, was analoge und digitale Typografie unterscheidet. Und aus meiner Sicht ist das hier der wichtigste Unterschied, dass die analogen Sachen statisch sind und die digitalen dynamisch, ja, vom Inhalt her. Da könnte man auch sagen, Moment, digital ist kein manuelles Eingreifen möglich. Man kann aber auch sagen, man muss nicht mehr manuell eingreifen, wenn man es positiv sieht. Das Problem ist ja, man gestaltet Sachen, wo man nicht mal die Inhalte vorher kennt, bevor man das fertig gestaltet hat. Deswegen muss man eine Menge Regeln bauen. Und Regeln sind ja zum Glück nichts anderes als Software oder Software nichts anderes als Regeln. Und da kann man wirklich auf Textebene eine Menge rausholen und auf Content-Ebene. Man kann viel krassere Regeln aufstellen als analog. Das müsste eigentlich die Typografen freuen. Ich weiß gar nicht, warum nicht alle eigentlich totale Programmier-Nerds sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wieder ein Beispiel, wenn ich jetzt ein analoges Lexikon gestalten würde, ja, bei dem mehrere Autoren mir was liefern, dann würde ich wahrscheinlich irgendwelche Regeln aufstellen für mich, dass ich die ganzen Texte einheitlich in eine Form bringe und typografisch sauber irgendwie hinschreibe so, und dann zur Druckerei schicke. Was mache ich jetzt aber, wenn ich so ein Lexikon habe, wo eine Million oder Millionen von Autoren dran arbeiten, die keine Ahnung von Typografie haben? Bei Wikipedia ist es leider so, dass sie nicht vorher dran gedacht haben. Und deswegen kann man da also wirklich layoutmäßig alles machen, HTML reinschreiben, Tabellenlayouts, Inline-Styles ohne Ende einbauen. Deswegen ändern die auch nichts, weil es einfach nicht geht vom Layout. Also große Umbauten würden alles zerschießen. Das ist übrigens, wie es auf meinem 27-Zoll-Monitor aussieht, ist auch nicht unbedingt lesefreundlich, glaube ich. Wenn ich hier fertig bin mit Lesen, müsste ich erstmal so 2 Meter hier wieder nach links gehen, um da weiter zu lesen. Ich weiß nicht, ich weiß, warum das nicht ändern, weil sich dann wieder Leute beschweren würden. Auf dem iPad sieht es dann ein bisschen anders aus, aber also das linke ist Safari, das hier ist die offizielle Wikipedia-App, aber es ist auch irgendwie komisches Layout und Helvetica, ja. Warum immer Helvetica? Deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen jetzt mal eine Wikipedia-App bei Raureif und bauen einfach alles um. Wirklich, wir nehmen Wikipedia, den Content, und bauen den so um, dass er so aussieht, wie wir uns das vorstellen und sich so verhält. Und genannt haben wir das Produkt das Referenz. Ich könnte jetzt auch einen abendfüllenden Vortrag darüber halten, was wir an Zuschriften gekriegt haben wegen dieses Namens, ob wir dann nicht Deutsch sprechen könnten. Aber fürs Google-Ranking ist der Name super und in Amerika kommt er auch super an. Das ist auch übrigens der größte Markt immer für Apps. Für uns zumindest, erfahrungsgemäß. Also wir wollten eigentlich eine Wikipedia-App machen, die sich zwischen
diesen Myers-Konversationslexikan nicht hässlich fühlt, wenn man sie dazwischen stellt. Und das ist bei rausgekommen. Wir haben Schriften ausgesucht. Ja. Schrift von Ludwig Übele, Marat, in Regular Italic, Black Italic. Dann haben wir noch die Marat Sans eingebettet als Ergänzung, um mehr Möglichkeiten zu haben. Dann haben wir Code-Schnipsel gefunden bei Wikipedia. Dann haben wir uns gedacht, dann müssen wir natürlich auch noch eine Code-Schrift, eine vernünftige, einbetten. Dann haben wir Camingo Code von Jan Fromm eingebettet, damit wir nicht Kurier nehmen müssen. Und das Internet hat gesagt, super, ihr habt Fonts ausgesucht. Das ist klar. Aber wir haben natürlich viel mehr gemacht, als Fonts auszusuchen. Wir haben wesentlich mehr gemacht. Wir haben zum Beispiel bei den Suchergebnissen so eine kleine Informationsvisualisierung drin, nämlich je länger das Suchergebnis, also je höher die mehr Zeilen das Suchergebnis hat, desto länger ist der Artikel, so weiß man schon, ist das jetzt, steckt da viel hinter oder weniger. Dann haben wir so Sachen gemacht, dass wir den Artikeltitel nicht immer davor schreiben und dann nochmal den Anfang vom Artikel, sondern wenn es eine Übereinstimmung gibt, integrieren wir den Artikeltitel in die den angerissenen Text. Man könnte es auch so machen, aber dann würde es heißen Lampensockel als Lampensockel. Und die IEEE Edison Metal, die IEEE Edison Metal, das ist natürlich total doof, deswegen haben wir es dann so gemacht. Ziemlich wenig Code, merkt keiner was von, aber es total, bringt total viel, finde ich. Die ganze App ist in Objective-C gebaut, wie sich das gehört, aber die Artikelansicht ist eine Webview, das heißt, wir haben alle Möglichkeiten, mit WebKit zu machen, was wir wollen. Alles, was WebKit unterstützt unter iOS in der Version, können wir auch benutzen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Das war auch nötig, nämlich zum Entrümpeln zum Beispiel. Weil, wie gesagt, in dem Source Code steckt eine Menge Zeug drin. Also diese Dinger kennt ihr hier vielleicht auch. Ja, diese Begriffsklärungsdinger, da könnte man denken, okay, das ist wahrscheinlich ein Div mit einer Klasse oder eine ID oder irgendwas. Das ist ja so ein Coder-Witz jetzt, das so einzublenden und nicht zu kommentieren. Das ist eine Tabelle, ja, und die hat die ID-Vorlage dieser Artikel und die Klasse Hintergrundfarbe 1, Rahmenfarbe 1, NoPrint. Da kann man natürlich nichts mit anfangen und in jeder Sprache ist das alles anders und so weiter. Und da haben wir wirklich auf drei Stufen Regeln gebaut, um diese Wikipedia-Artikel aufzuräumen, nämlich dieses Original-HTML, was die API zurückgibt, erstmal durch Objective-C gejagt, dann durch JavaScript und dann durch mit CSS noch Sachen ausgeblendet und natürlich umformatiert, um dann blankes HTML anzuzeigen am Schluss. Immer ein kleiner Ausschnitt vom Objective-C-Code, reguläre Ausdrücke finde ich total super, sollte man als Typograf auch sich sehr gut mit auskennen. Weiß ich nicht, nicht unbedingt vielleicht, aber hier entfernen wir, ich habe es extra aufgeschrieben, weil es total schwierig zu erklären ist, das entfernt alle per Display None und Visibility hidden versteckten Elemente komplett, weil die nämlich sonst wieder sichtbar werden würden, wenn wir im nächsten Schritt die Styles löschen. Da sind nämlich auch Inline-Styles in dem HTML drin, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, damit räumen wir erstmal auf C-Ebene auf. Also wir parsen wirklich den blanken Text und haben dann schon mal ein bisschen aufgeräumt. In der nächsten Stufe nutzen wir dann hier auch wieder einen Ausschnitt. Die Tatsache aus, dass wir jQuery und JavaScript benutzen können in dieser Artikelansicht und entfernen dann zum Beispiel hier von allen Elementen, die keine Bilder sind, die Breite und die Höhe, weil zum Beispiel auch für Divs Breite und Höhe inline gesetzt wird und ganz komische Sachen da, über die wir da schon gestolpert sind. Und das kann man natürlich über einen DOM ziemlich gut machen und das wäre über reguläre Ausdrücke, wie vorher gezeigt, ein bisschen schwieriger. Also wir haben immer so mit der, haben es uns immer eigentlich am leichtesten gemacht. Die Technik, die am leichtesten ist, haben wir dann auch ausgenutzt. Hier ein bisschen SAS noch. Das Wichtigste ist eigentlich da unten. Alles, was wir nicht anzeigen wollen. Die Liste ist auch nicht vollständig. Aber alles, was wir mal gefunden haben in Wikipedia-Artikeln, was uns gestört hat, das haben wir entweder hier reingeschrieben oder haben wir den Artikel bearbeitet. Wenn es wirklich ganz einfach falsch war im Artikel, dann haben wir auch mal eine Menge Wikipedia-Artikel direkt bearbeitet, damit die in unserer App gut aussehen.
was dann da rauskommt, ist, ich meine, wer schon mal einen Vortrag von Erik Spiekermann gesehen hat, der weiß auch, dass man vertikale Striche in Tabellen nicht machen sollte, ganz klar. Hat natürlich auch nicht gemacht. Wir haben ja aber uns durch dieses Style-Entfernen auch ein paar Probleme geschaffen, nämlich zum Beispiel, dass hier die Information, die Spalte soll rechtsbündig sein, rausgeschmissen haben und die nicht wieder zurückkriegen, ohne Riesenaufwand zu betreiben. Ich glaube, damit kann man leben mit dem Nachteil. Hier wieder was für Indra. Ja. In der amerikanischen Wikipedia werden ausschließlich solche Anführungszeichen benutzt. Ich glaube, die werden auch rauskorrigiert, wenn man richtige reinmacht, damit es einheitlich ist. Aber was wir jetzt natürlich haben wollen, ist das. Und ich muss jetzt nicht erklären, ne, dass wir richtige Anführungszeichen, richtige Apostrophe haben wollen. Da gibt es zum Glück Smarty Pants. Habt ihr schon mal davon gehört? Wahrscheinlich, ne? So. Das ist Original-Ausgabe, war in Perl geschrieben, glaube ich. Dann gibt es da PHP-Versionen und so weiter. Aber es gibt keine Frontend-Versionen, also keine Sachen, die per JavaScript das machen, meines Wissens nach, weil das zu langsam wäre. Aber weil wir ja in einer App sind und nicht im Web, können wir das einfach direkt schön in C machen. Da habe ich eine C-Library gefunden, nämlich Hoedown. Da ist dann Smarty Pants drin. Schön C, schön schnell. Und das war alles, was ich schreiben musste, so ein Objective-C-Wrapper, um diese Anführungszeichen zu korrigieren, weil diese Library den ganzen Rest macht. Das ganze aufwendige Parsing. Und das ist jetzt so schnell, dass man es nicht merkt. Also ich kann da, weiß ich nicht, 100 Artikel, das mit 100 Artikeln machen und die Performance leidet gar nicht. Also erstmal genug Nerdzeug, weil eigentlich das, was am Schluss zählt, ist ja das, was dann der Nutzer da mitmachen kann, nämlich Artikel suchen. Artikel scrollen. Artikel angucken. Zum anderen Artikel gehen. Bild vergrößern. Das war übrigens jetzt gerade ein Sprung von WebView zur nativen App. Wir übergeben von der WebView die Koordinaten vom Bild, zoomen das dann in der nativen App groß und so weiter. Also da wird auch eine Menge Zeug gemacht, um das technisch möglich zu machen, ist anstrengend, aber geht. Ich habe noch ein bisschen Zeit, dann kann ich jetzt noch mal kurz was vom Geschäftsmodell erzählen. Wir hatten erst das mit Werbung drin gemacht und dann haben sich eine Menge Leute runtergeladen und dann haben wir gedacht, Werbung sollte man sich wegkaufen können aus der App, also ne, gegen einen bestimmten Betrag irgendwie. 2,99 kann man dann sich die Werbebanner ausblenden. Aber das hat so wenig Kohle gebracht. Wir haben das jetzt einfach geändert, dass man die App kaufen muss. Und das bringt jetzt mehr, als wenn sich 100.000 Leute runterladen, die dann wovon dann jeder Tausendste vielleicht mal dafür bezahlen möchte. Also kostet jetzt 4,99 im Store. Das ist extrem teuer für App-Store-Verhältnisse. Fast. Es gibt noch teurere Software. Das ist hier das, worauf ich am stolzesten bin, von allen Features in der ganzen App, glaube ich. Wir zeigen die Übersetzung von den Artikeltiteln in den anderen Sprachen gleich an. Man muss nicht erst auf den Artikel gehen, um zu sehen, was es auf Deutsch oder Finnisch oder Polnisch heißt. Man kann auch in den Einstellungen vom iPad, haben wir es ein bisschen versteckt, weil wir es eigentlich nicht wollen, kann man alle Sprachen der Welt aktivieren und auch deaktivieren. Natürlich ist das schwierig jetzt mit unserem Layout und so. Wir haben das jetzt nicht für Chinesisch optimiert und Thai sieht auch komisch aus, weil Ludwig die Zeichen nicht malen will. Wie schon mal gesagt, muss er mal eigentlich, kann ja nicht so schwer sein. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich weiß ja auch, dass es nicht ist. Ich habe auch einen langen Artikel geschrieben auf medium.com. Könnt ihr mal reingucken. Da ist auch nochmal ein bisschen was erklärt, was ich heute nicht erzählt habe, aber auch vieles, was ich schon erzählt habe. Da findet ihr den. Ich habe noch ein paar Wünsche am Schluss. Ein Wunsch ist, dass in dem Artikel über User Interface Design das Wort Typografie vorkommt oder Typography. Also bei der englischen ist es echt nicht drin. Da steht irgendwo so, ja, User Interface kann auch Text enthalten und braucht einen Grafikdesigner oder so, aber Typografie ist einfach nicht drin. Den Wunsch habe ich, dass es da drin steht und den erfülle ich mir auch direkt heute Abend, habe ich mir überlegt.
dann habe ich den Wunsch, dass diese beiden Dinge sehr sparsam verwendet werden und nicht mit Typografie verwechselt werden. Ich habe echt schon Websites gesehen, die in dieser Schrift gesetzt werden. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber das fand ich schon ganz schön krass. Und dann wünsche ich mir, dass Leute aufhören, so Rasterlinien hinter Buchstaben zu malen. Und das ist jetzt von Apple ein offizieller Effekt, der bei Keynote mit drin ist, den man jetzt so anschalten kann. Ich glaube, das haben die gebaut, damit die Helvetiker besser demonstrieren können auf ihrer Keynote. Genau. Software und nicht der Bildschirm ist das Material aus meiner Sicht. Und die Bildschirme sind inzwischen ja relativ fast perfekt. Ich weiß, wir brauchen noch 5 Jahre, damit jeder einen hat. Die Browser-Features, OpenType und so, das sind alles eigentlich Probleme, die sich irgendwann auch lösen lassen, hoffentlich. Einbetten von Fonts funktioniert ja auch ganz gut. Deswegen glaube ich, wir sollten mal gucken, die Verknüpfung von Schrift, Interaktionen, Algorithmen und Daten und auch sowas wie kontextsensitives Lesen, was wir heute Morgen gehört haben von Marco, das sind Sachen, wo wir erst an der Oberfläche kratzen. Ja, neben Raureif schreibe ich auch noch für myfonts.de und betreibe das zusammen mit Florian Hartwig und Jan Bindorp. Könnt ihr auch mal gucken. Da stehen auch schöne Sachen. Vielen Dank.